So, liebe HBW-TV-Zuschauer, im Rahmen der Vorstellung der einzelnen Teams natürlich auch ganz wichtig, unsere Cheerleader sind weitaus mehr, wie jetzt hier zu sehen sind, aber viele sind heute nicht da, deshalb nehmen wir mal die wichtigsten und vor allem die Teammanagerin und die Teamleiterin, die Sarah Wiest. Sarah, warum gibt es euch immer wieder und warum habt ihr die Motivation, hier vor 2000 oder 2500 Menschen immer wieder oder vielleicht auch in der Porsche Arena vor 6.500 Menschen zu tanzen? Ja, die Motivation, die haben wir einfach auch wegen den Spielern, wegen den Zuschauern, weil es gibt uns enorm viel, einfach so viele Leute zum Sehen, wo einem zujubelt und ich finde es einfach enorm gut und ich spreche jetzt im Namen von der Gruppe, weil das ist einfach ein Traum vor so vielen Menschen zum Tanzen. So, nun heißt ja nicht nur tanzen, sondern heißt auch trainieren und vorbereiten. Ihr habt einen HBW-Tanz und ihr habt einen HBW-Posentanz. Gib uns mal ein bisschen einen Überblick, wie lange es dauert, bis man so einen Tanz einstudiert hat mit 14 oder 16 Mädels. Wie lange das geht, bis alle auf dem Stand sind und wenn eine ausfällt, dass man auch Alternativen einsetzen kann. Ja, es kommt immer drauf an. Also einige tanzen schon länger zusammen. Wir wissen einfach, wie jeder tickt und was jeder kann. Also wir sind eigentlich vier Leute, die alles zusammen machen und der andere dann halt im Training beibringt. So jeden Dienstag haben wir Training und dann wird alles besprochen und dann haben wir auch Ersatz, weil ohne Ersatz funktioniert es nicht, weil samstags hat jeder halt auch mal was anderes vor. Du sagst dienstags immer Training. Was heißt Training? Wie geht es ab? Wie läuft es ab? Gib mal ganz kurz einen Überblick. Ja, wir treffen uns um 7, dann reden wir erstmal, wie es uns geht so und dann geht's los mit erster Tanz, dann der zweite Tanz und dann, ja, wenn es klappt, dann sagen wir jetzt reicht. Nächste Saison steht an, also die Saison wird langsam auslaufen. Gibt es einen neuen Tanz von euch nächstes Jahr? Ja, also wir suchen jetzt im Moment auch noch ein paar, wo eventuell Interesse haben zum Weitertanzen, weil einige studieren gegangen sind, ja, und es gibt auf jeden Fall einen neuen Tanz. Sehr gut, also in diesem Sinne, unsere Cheerleader, die sind ganz, ganz wichtig in den Pausen, in den Unterbrechungen und für den HBW natürlich auch ganz wichtiges Aushängeschild. Dankeschön, Sarah, und deinen Mädels und weiter so. Danke vielmals.